sind schon ein, zwei Jahre zusammen, haben schon drei, vier Sachen erlebt. Doch bist du nur fünf Minuten mal weg, ist das wie 10 Jahre Knast für mich. Und nee, du wickelst mich so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst, und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Also flash mich nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crush mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter. Vielen Dank. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Wie heißt du denn? Ich bin der Janik. Ich bin 29 und komme aus Solingen. Hi. Servus. Hallo. Freue mich. Dankeschön. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du einen Song von mir gesungen hast und vor allem, dass du den in so einer ja, ganz besonderen, richtig, richtig, super, super geilen... Eine hörbare Version. War das okay für dich? Ich fand's wirklich schön. Vor allem auch in den hohen Passagen, diesen Kratzer, den du da hast, der total sicher und trotzdem irgendwie in den Arm nimmt, finde ich super, super geil. Aber natürlich bin ich sehr geehrt, dass du einen Song von mir gesungen hast. Vielen, vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn du in mein Team kommst. Oh, das freut mich. Ich bin echt erleichtert, dass dir das gefällt. Das ist das erste Mal, dass ich einen Song von jemandem spiele. So. Ah. Wollen wir zusammen singen? Wenn du Bock hast, sehr gerne. Okay. Oh nein! Das ist schön. Okay. Jetzt geht's los, ne? Wir sind schon ein, zwei Jahre zusammen und haben schon drei, vier Sachen erlebt. Und nee, du wickelst mich so leicht um deinen Finger. Yeah. Wenn du durch deine blauen Augen guckst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst. Und es wird jeden Tag ein kleines bisschen schlimmer. Also flash mich nochmal, nochmal, als wär's das erste Mal. Baby, baby, crash mich so oft du willst, ja, bis ich nicht mehr kann. Und seit du da bist, sind alle Lichter. Als wär's das erste Mal, das erste Mal. Yeah. Nice. Janik, ladies and gentlemen. Wow. Dankeschön, Mark Forster. Wow, dankeschön. So, hat er genug rumgeschleimt bei dir jetzt? Können wir? Ja, hat gezogen, auf jeden Fall schon mal. Janik, klar, ich nehme an, du bist auch Mark Forster-Fan, wenn du sein Lied singst. Sind wir bestimmt alle. Aber ich glaube, er wäre so die einfache Entscheidung, die eindeutige. Und viel cooler wäre es doch, wenn du zum Beispiel zu mir kommen würdest, deine Version, deine Stimme
wie du alle hier im Raum wirklich mitgenommen hast. Ich will dich unbedingt in meinem Team und ich kann nicht aufhören, von dir zu schwärmen gerade. Also es ist wirklich... Dankeschön. Ich glaube, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Danke. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Wir kennen uns noch nicht. Ja, leider, ja. Aber du könntest mir einen riesen Gefallen tun. Wir könnten jetzt Marc einen reindrücken. Oh. Weil der hat den Rapper bekommen und es könnte jetzt der den Mark Forster-Song gesungen hat, der könnte jetzt zu mir kommen als Wiedergutmachen. Finde ich. Ja. Ist ein Argument, ja. Und im Grunde tust du Mark damit auch einen Gefallen, weil ich werde ihm dann heute Abend nicht mehr auflauern, weil das dann für mich. Weil das dann für mich. Janik, für dich, Janik, kassiere ich 2 blaue Augen vom Siggi. Also ich habe mich nicht umgedreht und ich schulde dir eine Erklärung. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der Coach für dich. Das habe ich einfach gecheckt. Aber im Endeffekt, da sind 3 super Auswahl da. Und ich würde gerne jetzt deine Entscheidung hören. Okay, vielen, vielen Dank. Also ich habe vorher natürlich schon mal ein bisschen überlegt. Ich finde euch alle 3 spannend. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Sido, deine Musik hat mich immer begleitet. Mein ganzes Leben lang tatsächlich. Ich höre privat gerne mal andere Musik, als ich mache. Bin ein großer Fan. Aber ich gehe zu Marc. Yes!